Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge haben wir ganz viele neue Sachen kennengelernt. Und ja, ich denke, dass ich jetzt bei Amel auch noch was abschließen muss. Aber wir wollen auch gleich noch in die Mine gehen. Oh, du suchst nach Thyraine? Kesselfort bestand darauf zu gehen. Also führte Thyraine die Gruppen zur Helmorn-Burgruine nördlich von hier. Dort hat er sein Lager aufgeschlagen. Ja. Also, das war jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Okay, da ist dann wahrscheinlich das nächste... Oh, sein Verschwinden? Oha. Da wollen wir dann mal nicht so weit vorgreifen. Wir können einfach dahin porten, fällt mir gerade auf. Wir porten mal eben dahin, das geht schneller. Dann gehen wir nämlich in die Mine rein. So... Wir haben schon 100.000 Silber. Naja, ich weiß ja nicht, wie viel wir noch bezahlen müssen. Und ja, ich habe es wieder getan. Ich habe angehalten, als hier ein Baum war. Ich war es nicht, ich war es nicht. Aber irgendwie muss das Ganze doch auch mal gelevelt werden. So. Na komm. Du bist kein Räuber, oder? Wenn du ein Räuber bist, kann ich dich dann um einen Gefallen... wenn du kein Räuber bist, kann ich dich dann um einen Gefallen bitten? Klar. Als ich aus der Mine geflohen bin, sah ich etwas Seltsames. Es sah aus wie kleine Türme. Und die Räuber in der Nähe schienen sich komisch zu verhalten. Fast so, als wären sie verrückt geworden. Also glaube ich, dass diese Obelisken der Grund dafür sein könnten. Mhm. Bitte hilf mir. Oder noch besser, bitte rette alle da drin. Die Räuber haben Leute gefangen genommen und in der Mine eingesperrt. Ich konnte selbst kaum entkommen, aber es sind noch andere darin gefangen. Okay, dann machen wir mal das, was ich nicht machen möchte. 110 ist Voraussetzung, 127 haben wir ja, perfekt. Und da sind wir in der Grauhammermine. Ist das denn... Ja, scheint aber nicht so groß zumindest zu sein. Kann man hier irgendwas machen? Ja. Erkunde das Innere. Ja. Und jetzt kann ich hier irgendwas... Ach, Moment. Ich kann wirklich was machen? Ich kann Licht sammeln, so wie es aussieht. Aber nur einmal. Nee, jetzt ist es da weg. Ah, Moment. Ach, das sind Glühwürmchen. Wirf die Glühwürmchen. Ach so. Nee, F5, nicht 5. Auf die Ranken, um deinen Pfad zu erhellen. Okay. Ja, cool. Okay. Die sind süß. Die, die gleich kommen, vermutlich nicht mehr. Das ist ein Aufzug. Okay. Dann habe ich so ein bisschen an die Goblin-Mine irgendwie von Herr der Ringe. So, geh in die Höhle hinein. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich das große... Oh, da ist ein Boss. Okay. Besiege die Räuber der Dunkelheit. Oh, verdammte Hacke. Der denn für ein komisch? Ach, ich glaube, das sind die... Ah, ich glaube, das sind die Immunitäten oder irgendwas, ne? Ja, schon Spezialisierung. Na, da müssen wir später mal gucken. Räuber und... 32 müssen wir besiegen. Okay. Machen wir das doch. Das ist besser. Das können wir nehmen. Hallöchen. Ach, hier unten sind noch welche. Yeah. 13? Ja, wo haben die sich denn alle versteckt hier? Hallo? Räuber? Okay, die können wir kaputt machen. Ach, da kommen schon wieder neue. Hallo, was geht denn jetzt ab? Ich
29? Ja, da haben wir noch bald alle. Komm her. Und die Höhle geht auf. Sehr schön. Ich würde sagen, da lohnt sich der Trank aber auch. Wir haben nur noch 24 von den Tränken. Ach so, ich kann die anderen Tränke nicht benutzen, wenn der eine Trank getrunken ist. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch jetzt nur den einen benutzt. Besiege Räuber, 25 an der Zahl. Komm her. Dann komm nicht her. Ah, da oben kommen noch welche. Moment. Gehe zur Loren-Garage. Moment. Ach! Ach, ich habe eben auch schon einen befreit. Tatsächlich. Ich muss hier echt gucken. Das kann ich zerstören. Muss ich hier echt so ein bisschen rumlaufen und gucken, was man hier alles noch so anschießen kann. Das konnte man wahrscheinlich im Kampf zerstören. Moment, hier ist aber immer noch zwei Dorfbewohner, die noch gerettet werden müssen. Untersuchen. Ist da einer drunter? Wer weiß. Eine Zutat für eine lokale Spezialität. Ah, okay. Nochmal untersuchen? Ja, machen wir doch. Fest verschlossen. Nochmal untersuchen? Ja, was gibt's denn hier noch alles drin? Ja, wie oft kann ich denn hier noch untersuchen? Das ist ja geil. Ist das so gewollt? Jetzt ist es weg. Okay. Ich dachte schon. Moment, hier. Wenn hier noch Gegner sind, weiß ich, dass ich hier noch jemanden befreien kann. Ja, verstehe. Ah, Moment, hier oben geht's noch rum. Nee, Moment, da gehe ich wieder zurück. Hä? Ach, da oben. Ach, ich bin so doof. Das, ich weiß nicht, warum es nicht weggeht. Aber da oben sind auch noch wahrscheinlich zwei. Und dann die Obelisken, die sind auch oben. Ja, toll. Hättet ihr mir das nicht vernünftig zeigen können hier? Was soll denn der Blödsinn? So, jetzt greifen sie mich garantiert an. Ach, das ist die... Ah, da oben kommt schon der Bus. Okay. Oder sowas ähnliches. Ich weiß es nicht. Oha. Oha. Kommen mal alle zusammen hier. Sonst habe ich hier gleich Probleme. So, 25 von 50. Da ist noch was zum Einsammeln. Was ist mit den Obelisken? Die sollte ich auch zerstören. Naja, genau. Okay. Natürlich kommen jetzt hier auch wieder welche. Oh. Komm her. Nee, unten ist der. Leute. Oh, oh, oh. Ganz so viele wollte ich eigentlich nicht haben. Okay, der Weg ist frei.
muss ich noch einen retten. Und den Obelisken machen. So. Das haben wir gemacht. Fülle das leere Pulverfass mit Schießpulver. Ach, hier. Okay. Dann soll ich die jetzt hochjagen oder was? Aufheben. Oh je. Was soll ich denn noch machen? E und R. Ja. Bewege das Pulverfass und zerstöre den Felsen, der den Weg blockiert. Komm noch einen Schritt weiter. Da passiert hier gar nichts. Oder muss ich das werfen? Aber nee, Moment. Es ist hier doch jetzt. Ist hier ein neues. Moment, jetzt schaue ich mal eben. Traben. Lege ein Objekt ab. Bin ich jetzt ganz doof oder was? Ich soll das doch hier reinlegen oder nicht? Und Oh. Okay, jetzt funktioniert es auch ohne von mir aus. Stell dich vor die Lore. Ach so, und dann komme ich da. Ah, okay. Da ist die Lore. Das ist zwar daneben, aber egal. Fahre mit der Lore die Schienen hinunter. Ach so, das war gar nicht die Lore. Okay. Besiege den Unterboss, finde den Schlüssel, besiege die Räuberbande. Oh Gott. Schalte die nervigen Räuber aus. Okay. Wuhu! Achterbahn! Oh, gefährliche Achterbahn. Okay. Puh. Jetzt kann ich noch was annehmen. Jetzt kann ich was annehmen. Jetzt, wo die alle kommen hier. So, 19%. Okay. Greifen die mich direkt an oder kann ich das mal kurz machen? Ich wollte es mal kurz abholen, bevor ich das hier vergesse. Das auch. So. Tiefer graben. Das haben wir noch nicht gemacht. So, da oben. Das mal eben ein. 53%. So. Haben wir noch was wir verbessern können? Das können wir verbessern. Das können wir verbessern. Die Sachen sind gleich. Das können wir Holzpuppe der Eisernen Herren. Wir sonst auch nichts mehr erlernen, ne? Nee. 65%. Wo sind denn die anderen? Haben die sich hier versteckt oder was? Ach so, die werde ich dann wahrscheinlich unten. Ah, ja, ja. Ja, ja. Das ist wieder genauso. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, 90% und den Boss. Oder auch nicht den Boss. War das jetzt ernsthaft schon der Boss? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kriegt man eine Errungenschaft, wenn man alle von den Dingern hier kaputt gemacht hat oder sowas? Von diesen Fässern? So, öffne das verschlossene Minentor.
Komm ich dann wieder raus? Besiege die Räuberanführer. Ja, wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Oh ja, jetzt konnte ich nicht mehr flüchten. Ich weiß. Das ist wieder so ein Blödmann, der wieder nicht stehen bleiben kann. Wird das hier? Ja, bloß nicht mal ausweichen. Ich weiß, ich weiß. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Was passiert denn jetzt hier? Er ist ein bisschen spät jetzt, ne? Tut mir leid, dass ich gerade so leise war, aber ich war jetzt mega konzentriert gerade. Okay, ja und jetzt? Jetzt stehen wir hier. Dann haben wir aber alles erledigt. Wir hätten hier echt 12 von den Samen finden können. Ach du Schande. Ich guck mal eben hier am Ende, ob wir da vielleicht noch irgendwo was sehen, aber ja, wahrscheinlich gibt es hier jetzt gar keinen Samen mehr. Nee. Also sieht nicht... Doch, hier ist einer. Hier ist einer. Moment. Da. Haha. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn man später nochmal hierhin zurückkehrt, ob dann der Dungeon leer ist und man suchen kann oder man wieder von vorne anfängt. Das wäre natürlich richtig Mist. So, wir nehmen das Lied der Flucht. Und sind wieder hier. Wir müssen ja erstmal dahin. Also würde ich aber trotzdem sagen, dass wir kurz hinporten. Nein, nicht 4. Ich will 5. So. Ist ja. Obelisken, die mit seltsamen Glyphen graviert sind. Vielleicht haben die Dämonen etwas mit den Räubern zu tun. Ich glaube, die Miliz wird sich das genauer ansehen müssen. Das hättet ihr auch. Ich habe gehört, dass viele Leute entführt wurden. Wer hätte wissen können, dass die Räuber Leute entführen würden? Dank dir konnten wir das Schlimmste verhindern. Habe ich jetzt zweimal abgeschlossen? Ehrlich jetzt? Oben waren wir noch nicht. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal hinreiten. Oder vielleicht vorher mal kurz einen Baum fällen. Oder zwei oder drei. Juhu! So, kommt drauf an, ob hier jetzt Gegner kommen oder nicht. Okay, es kommen keine Gegner. Es tut mir wirklich leid. Doch da oben kommen welche. Das heißt, da bleibe ich dann definitiv nicht stehen. Ich muss ja irgendwie auch mal ein bisschen nebenbei leveln. So. Dann müssen wir hier rum. Jagen werde ich definitiv nicht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend alles hier. Das schalten wir aber erstmal frei, bevor wir mit dem reden. Was ist denn hier los? Wo ist er? Da.
Es ist ein Notfall. Ja, ich weiß. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen, wie von Prinz Zirane angeordnet. Dann entführten die Rothandsöldner die Leute aus Bilbrin. Sie wollen bestimmt Lösegeld für sie. Jedenfalls ist dann der Prinz verschwunden. Ich glaube, er ist dorthin zurück, wo die Söldner sind. Und er ist ohne Leibwachen los. Gut, der Kerl kann auch auf sich selber aufpassen, oder? Du musst dich beeilen. Wir werden auch sofort aufbrechen. Wir zählen auf dich. Ja, mein Gott, da müssen wir das Weichei halt zurückholen. Es ist aber nur eine neue Ebene, so wie es aussieht. Wir werden die neuen Rekruten schon bald. Gucken wir mal, ob wir das noch machen können. Nein, es ist doch keine neue Ebene. Oh nein! Ich hatte gehofft, etwas zu machen, was nicht so lange dauert. Och, Leute. Dann wird die Folge doch wieder so lang. Und darf ich hier eigentlich nicht reiten? Ja. Du bist gekommen. Du hast die Geschichte also gehört? Jupp. Ich kann nicht noch mehr unschuldige Leute sterben lassen. Benutze dieses Leuchtfeuer, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. In der Zwischenzeit rette ich die Bewohner. Ach so, ich soll mich also da durchprügeln und du rettest die Bewohner. Das ist typisch Prinz, ehrlich. Ah, ich denke, das wird erst aktiviert für den Kampf, oder? Ach so, F5 wieder und ich suche das Leuchtfeuer. Nein, falsche Taste. Kommt, Leute, kommt. Hallo? Nee, ich will... Ach so. Hier vielleicht doch. Zerstöre die Bombentrommel und stecke das Zelt in Brand. Ach, da kommen sie endlich. Geht doch. Ich bin auch Magier, du Flasche. So. Eliminiere die Söldner. 15 Stück an der Zahl. Oh, da oben sind wieder. Rette die Bewohner. Achso, da oben. Okay. Könnt mich doch mal. So. So. Einmal. Oder auch nicht? Achso, mich. Ja, okay. Du hast uns gerettet. Ja, habe ich. Hallo. Wieso komme ich da nicht durch? Ich muss jetzt nicht ernsthaft hier das Ganze rumlaufen, oder? Hä? Hallo. Muss ich hier noch jemanden töten oder so? Jetzt mal ohne Scheiß. Ach so, ja. Ich muss tatsächlich noch jemanden töten? Ist das euer Ernst? Das muss einem aber auch mal vorher gesagt werden. Oh, da ist ja noch einer. So. Kommt jetzt wieder eine große Truppe? Die scheußliche hier lang guckt? Ja, ich bin doch dabei. Vielen Dank. Du solltest lieber auch fliehen. Nee, nee, ich muss noch einen retten. Ich kann noch nicht fliehen. Fliehen sowieso schon mal nicht.
So. Sylvia wurde weiter hinten gefangen genommen. Scheitert, wenn... Oh, Scheiße. Bitte rette sie. Was? Scheitert, wenn er getötet wird. Wie, wenn er getötet wird? Wollt ihr mich verarschen? Moment. Dann laufe ich hier durch. Ich kann nicht durchlaufen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Ich hätte ihn fast selber getötet. Oh Gott. Wie muss ich dich denn beschützen? Wovor? Nein, wieso rennt der? Achso, der rennt weg. Ah! Okay, also er hat überlebt, so wie es aussieht, ja? Prinz Thyrain, warum habt ihr uns geholfen? Weil wir die Guten sind. Ist das eine List, damit wir euch folgen? Nein, ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. So wie ihr. Boah, da greift einen direkt wieder einer an. Was ist jetzt los? Geht's noch? Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin muss und wir werden hier schon angegriffen. Hallo? Geht's noch? Wir werden die neuen Rekruten. So, Moment. Bevor ich mit dir rede, muss ich mal kurz gucken. Ich habe 5... Ich habe noch nichts Neues freigeschaltet, wird aber beim nächsten Mal kommen. Ich würde sagen, da... Ach nee, das können wir gar nicht. Da brauche ich 8 Punkte für. Dann... Den habe ich dabei, glaube ich, ne? Kältewelle. Ich muss mal eben vom Pferd runter. Ich weiß gar nicht, was ich dabei habe. Das benutze ich aber selten. Ich würde sagen, dann mache ich da erstmal einen Punkt rein, so. So. Wir konnten alle retten. Und das nur dank dir. Enang verhält sich seltsam. Er schien mir ziemlich zögerlich zu sein. Vielleicht fühlt er sich auch einfach nur nervös in meiner Gegenwart. Aber könntest du ihn fragen, was los ist? Enang macht sich oft Sorgen, musst du wissen. Ja. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Macht weiter so. Das ist... Ich habe eine Nachricht erhalten. Sie sagen, es sei dringend. Schericht hat herausgefunden, dass der Prinz mit seiner Armee auf dem Weg hierher ist. Wenn er sich wirklich mit den Dämonen verbündet hat. Bei unserer aktuellen Stärke ist ein Rückzug das einzig Sinnvolle. Aber wenn wir uns jetzt zurückziehen, werden die Leute im Bilbrinwald niedergemetzelt. Weil sie sich Schericht entgegengestellt hatten. Ich weiß nicht, wie ich diese Nachricht seiner Majestät überbringen soll. Ihr seid enge Vertraute des Prinzen. Also, was würden du und Pater Amel empfehlen? Tja. Achso, da komme ich gar nicht rum. Ich würde hier bleiben. Ich muss sagen, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Ja, Mauer, das finde ich auch. Ich denke, das ist etwas, das Thyrain entscheiden muss. Die einzige Person, die dafür die Verantwortung übernehmen kann, ist Thyrain selbst. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen und ihn nach seiner Entscheidung fragen. Ich vertraue darauf, dass Thyrain die bestmögliche Wahl treffen wird. Ja, ich auch. Und er wird bestimmt sagen, dass wir hierbleiben. Was? Schericht?
Deshalb war Inang also so nervös. Yep. Wenn die Flucht eine Option ist, würde uns das sicher erlauben, unsere Truppenstärke beizubehalten. Aber die Leute im Bilbrinwald sind auch Einwohner Luteras. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Gehen wir zum Schwarzblutfels. Damit sollten wir den Bewohnern genug Zeit für die Evakuierung geben. Bereitet die Truppen für den Aufbruch vor. So, perfekt, weil das jetzt ein guter Übergang ist, da ich gerade die Quest abgeschlossen habe und mir jetzt normalerweise sicher sein kann, dass ich das jetzt nicht nochmal alles doppelt aufnehmen werde, wie mit dem Dungeon. Ich muss mich nämlich für heute erstmal verabschieden. Ich muss gleich auch los. Und ja, ich würde am liebsten weitermachen, bin ich ganz ehrlich. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber das muss ich leider auf die nächste Folge verlegen, verschieben, wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao!